EA Pop Productions. EA Pro Productions liest Märchen aus Afrika. Heute, wie Adumdono den Büffel Gebatung Bala erlegte. Ein Mann mit Namen Adumdono wollte einmal auf Büffeljagd gehen. Um den größten Büffel, den Gebatung Bala, herbeizurufen, schickte er seinen Sohn vor. Der Junge ging also voran und traf auch bald auf die Büffelherde. Und nun rief er jeden Büffel mit einem Gesang bei seinem Namen. Jagbe Bala, rief er. Adumdono, ruft dich. Mich? Fragte der Büffel. Nein, dich nicht, antwortete der Junge. Dann wandte er sich an einen anderen aus der Herde, und wenn der sich vergewisserte, ob er gemeint sei, entgegnete der Junge. Nein, du nicht. Auf diese Weise hielt er alle Büffel zum Narren. Zuletzt war nur noch der alte Gebatung Bala übrig, und wieder sang der Junge. Gebatung Bala, Adumdono ruft dich. Meinst du mich? Ja, dich meine ich. Komm schon. Da wurde der Büffel böse, weil der Junge sich so ungehörig benahm und ihn, den Älteren, einfach mit Du anredete und nicht, wie es sich gehört. Mit gesenktem Kopf kam er angerannt und wollte den Jungen, der die gesamte Büffelfamilie veralbert hatte, auf die Hörner nehmen. Aber der Junge war flink, machte kehrt und rannte, was er nur konnte, auf Adumdono, seinen Vater, zu, der sich nicht weit entfernt mit gespreizten Beinen aufgestellt hatte. Kaum war der Junge zwischen den Beinen seines Vaters hindurchgeschlüpft, wollte Gebatung Bala, nichts als sein Ziel vor Augen, ihm hinterher. In diesem Augenblick stieß ihm Adumdono den Speer in den Nacken, und der alte Gebatung Bala fiel auf der Stelle tot um. EA Pop